Korneuburg, unser heutiger Sommertour-Stopp. Ja, Korneuburg ist eine Hochzeitsmetropole, das haben wir heute schon gehört. Und es ist auch die Stadt der kurzen Wege. Viele verbinden Korneuburg auch mit der ehemaligen großen Donauwerft, wo hunderte Schiffe gebaut worden sind. Ja, und was vielleicht nicht so viele wissen, ist, dass Korneuburg auch Bienenstadt ist. Ja, ist mir richtig gehört, Bienenstadt. Und die hunderttausenden Stadtbienen, die sind ganz besonders fleißig unterwegs. Radio Niederösterreichs Sommertour-Reporter Thomas Birk-Fellner, du hast dich schon unter die fleißigen Bienen gemischt. Ja, es summt ganz schön um uns herum. Ich bin unterwegs mit Stadtimker Ernst Schmidt. Schönen Nachmittag. Wir sind hier beim Bienenstock. Wie viele Bienen sind denn da rund um uns herum ungefähr? Wir haben 7 Völker und pro Volk sagt man 50.000 bis 60.000 Bienen. Das sind sicher um die 400.000 Bienen, die um uns herum schwirmen. Und das sind die Stadtbienen von Korneuburg. Was macht denn die so besonders? Ja, es kam vor einigen Jahren die Idee auf. Auch in Wien gibt es auf den Dächern von der Staatsoper, vom Burgtheater Bienenstöcke. Na, warum nicht wie auch in Korneuburg? Und so haben wir damals begonnen mit 3 Bienenvölkern, gemäß dem Sprichwort, aller guten Dinge sind 3. Rundherum ist der Wald, es sind Bäume, Lindenbäume, Akazienbäume, die Felder sind nicht weit und da haben wir doch einen relativ guten Honigertrag. Wie schmeckt denn der Korneuburger Honig? Was macht denn den so ganz besonders? Vorwiegend ist Akazienblüte und Lindenblüte, Lindenbäume, und es ist ein starker Einschlag von den Bäumen. Natürlich gibt es auch in den Feldern, es gibt Raps, es gibt Sonnenblumen im Umkreis. Und die Korneuburger Bienen sind ganz besonders fleißig, habe ich gehört. Ja, wir hatten heuer zu Pfingsten den Frühjahrsflug noch nicht geschleudert und haben wir von 7 Bienenvölkern 84 Kilogramm Honig geschleudert. Mit 3 Bienenstöcken hat es begonnen, haben Sie mir erzählt. Und es werden laufend mehr, weil der Ertrag des Honigs in etwas Nachhaltiges investiert wird hier. Ja, das war richtig. Wir haben dann von 3 Völkern 2 Jahre später erweitert. Um 2 Völker, dann haben wir 5 Völker gehabt. Und in weiterer Folge haben sie sich so gut entwickelt, dass wir wieder erweitert haben auf 7 Völker. Und heuer, siehe da, alles hat überwintert. Die 7 Völker waren so stark, dass wir 3 Ableger gemacht haben. Und somit haben wir jetzt mittlerweile 10 Bienenvölker. Das heißt, mittlerweile sind es wie viele Bienen ungefähr, die im Dienst der Stadt unterwegs sind? 500.000 bis 600.000 Bienen. Auf 14.000 Einwohner gerechnet ist das, glaube ich, eine ganz hohe Bienendichte. Wir tun etwas für die Umwelt. Bienen sind ja bekanntlich nicht nur als Honigertrag unterwegs, sondern auch für die Bestäubung der wilden Obstbäume. 80% der Obstbäume brauchen eine Bestäubung durch die Bienen. Ich würde sagen, den Honig, den probieren wir jetzt gleich einmal zum Nachmittagskaffee mit einem guten Honigbrot. Zuvor gebe ich jetzt erst einmal zurück zum Hauptplatz, zum Sommertourbus. Ja, danke schön, Thomas Birk-Fellner. Ja, viele fleißige Bienen, ohne Flügel allerdings, die gleiten jetzt schön langsam in Richtung Wochenende. Hier am Hauptplatz im Stadtcafé auf einem schattigen Platzerl, da lauschen Sie hier der Radio Niederösterreich Sommertour mit sommerlichen Klängen.